Tja, herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenintermezzo hier in Omsi. Ich werde das wahrscheinlich, so habe ich mir überlegt, ungeschnitten hochladen. Also kein Emblem und nichts. Und da ist auch schon der Zug. Wir sind ja hier jetzt bei meinem nachgebauten Grundorf. Und ich drücke mal die Pause rein, weil den Zug will man ja nehmen. Und da möchte ich noch was zu sagen. Manche glauben nämlich, die Map Julingen wäre eigentlich Grundorf, was dann ausgearbeitet und ausgebaut und vergrößert wurde. Ist nicht so. Erst in der Version 4 von Julingen habe ich dann tatsächlich mir die Arbeit gemacht und Grundorf so gut ich kann nachgebaut. Ja, man kann Unterschiede feststellen, die sind aber eher gering. Ja, so die Kurven sind nicht so ganz gleich, so, ja, so. Aber im Großen und Ganzen habe ich das so gut ich konnte nachgebaut. Aber darum sollte hier gar nicht so gehen. Wir sind hier auf Grundorf, weil wir wollen nämlich mal mit dem Zug fahren. So, jetzt müssen wir nämlich erstmal in die Einstellungen gehen. Hier in den Optionen, da kann man nämlich Umgebungsverkehr. Und da gibt es hier eine Einstellung, die heißt Fahrplanpriorität. Und die sollte man schon auf 4 ziehen, damit man auch alle Busse und Flugzeuge und Hubschrauber und Linien auch dargestellt kriegt und die auch sehen kann. Na, also den hier auf 4 stellen. So, mal kann man den auch ein bisschen hochziehen. Und dann sind einmal, hier kommt ja auch schon mal, dass hier ein Zug spawnt, da können wir mal gucken. Der spawnt hier und dann fährt er nämlich hier entlang. Das ist hier Kielfeld, ne? Das ist hier zum Beispiel das Gymnasium. Und ich wundere mich, warum die nicht... Ja, da muss ich die Pause rausmachen. Damit die auch die Texturen laden. Hallo? Texturen? So, ne? Und dann fährt er hier mal so rum. Da ist die Autobahn. Das ist hier der hier vorbeifährt, wenn man von Hackstadt hier nach Julingen fährt. So. Ich kann ja einfach sonst die Zeit zurückstellen. Das ist jetzt der Zug. Der da, der spawnt hier irgendwo. Und fährt dann alle paar Minuten, alle 5 oder 10 Minuten, damit man noch ab und zu mal zu sehen kriegt, fährt der ja lang. Die Züge haben zwar einen Fahrplan. Es gibt, glaube ich, 3 Stück, die beiden jetzt hier. Und dann hinten da am Pottbergsee ist noch einer. Haben zwar einen Fahrplan, aber die sind eigentlich nur zur Deko, damit, wenn man irgendwo fährt, wo Brücken sind oder wo Schienen sind, auch gelegentlich mal einen Zug sehen kann. So, jetzt kann man ja, wie bei einem anderen Bus auch, den einfach anklicken hier. Schwupps. Und zu diesem Fahrzeug wechseln. Jetzt hänge ich hier so blöde drauf. Ne? Das ist jetzt die F30, wenn man so will. Da kann ich jetzt natürlich, wenn ich will, so mitfahren. Oder ich drücke F2. Dann bin ich hier vorne drin. Was so laut. Und dann kann ich im Zug fahren. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen leiser eben. Wahrscheinlich habt ihr das gar nicht so laut, ne? Das ist ja aus. Also ist leiser. Ja. Und der Zug, der fährt natürlich auch durch Gegenden der Map, die eigentlich gar nicht so ausgestaltet sind. Also hier an den Backdrops vorbei. Da ist er dann im Hintergrund und taucht dann woanders irgendwo sichtbar in der Map wieder auf. Aber wenn man sich hier drauf setzt, kann man hier mal mitfahren und fährt man dann quasi auch so in Bereichen der Map mit, die man sonst eigentlich gar nicht zu sehen kann. Ja, wir sehen jetzt hier links zum Beispiel den Hackstädter Berg von der Rückseite. Wenn ich mal F3 mache, ah, das geht ja prima, ne? Dann kann man sehen, das ist der Hackstädter Berg, die Rückseite. Ja, das ist jetzt hier ein Bereich, der ist eigentlich gar nicht zu sehen, wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die macht Spaß. Jetzt können wir mal den wegmachen, den brauchen wir nicht. Oh. Ja, und dann fährt man natürlich manchmal auch durch diese Backdrops durch. Das ist jetzt noch so der Bereich Grundorf. Und wir kommen jetzt hier zum Birkenhain. Gibt es ja eine Haltestelle, die ist zwischen dem ist das Gleisbett und dem Faulen Peter. Ist ja hier dieser Birkenhain. Da fährt die 223 lang. Und hier ist jetzt der Bereich, rechts die Straße, wo die 223 lang fährt, bevor sie da am Stadion vorbeikommt. Ne? Ja. Da kann man auch sehen, hier ist noch so ein. Oh, ist ein bisschen sehr hoch. Man sieht, man sind jetzt noch mit dem Zug hier. Ja, hier, das ist so eine Baggerei.
Das ist quasi so ein Tagebau, soll das sein, so ein bisschen, mit so einem Baggerloch, so ein Baggersee da drin. Parkplätze und da ist ein Stadion. Der ganze Quatsch, der ist ja eigentlich gemacht worden, weil hier ist ein Fußballstadion und da hat sich so ein bisschen Gewerbe angesammelt. Ja, und hier ist das so ein bisschen wie so ein Bahnhof, deswegen halten wir jetzt auch mal hier an. Um die Hooligans schön an- und abtransportieren zu können, habe ich das so ein bisschen bahnhofmäßig aufgebaut. Wenn man hier nur mit dem Bus mit der 223 mal so vorbeifährt, dann kriegt man das gar nicht so mit, ne? Dass hier eigentlich ein Bahnsteig ist. Weiß nicht, das guckt sich wohl gar nicht jeder so an. Ja, jetzt wird hier kurz angehalten. Und dann geht's wieder weiter. Da ist also hier eben so Bereich, wo man das also im Spiel auch sehen kann, den Zug, wenn man hier vorbeifährt. Quasi in der Map. Und gleich kommen wir wieder aus dem Bereich, dann eher so außerhalb der Map. Da fahre ich dann auch mal so hinter den Backdrops her. Ah, da kommt doch schon die 223. Kann man so gerade sehen. Kann ich eigentlich hier schwenken? Ah ja. So ein bisschen. Über die Brücke. Um jetzt schon wieder im Nirvana zu verschwinden, wo es unsichtbar ist. Getarnt durch Bäume verschwindet der Zug jetzt wieder quasi an den Maprand. Ja, das ist quasi so parallel dazu, wenn man da Bauernkamm Richtung Waldviertel fährt, also von Grundorf dann Richtung Julingen, sind wir jetzt außen hinter dem Backdrop. Hier ganz rechts sieht man sogar die richtige Kartenmap, da geht's ins Nichts. Ah, das ist jetzt, da hinten sieht man die Meiermann-Werke, das ist der Bereich. Das ist eigentlich, wenn ich F1 drücke, das ist dasselbe im Prinzip. Ja, hier ist natürlich nicht akkurat gebaut, das ist ja auch nur so, ja, hinter den Kulissen, hinterm Bühnenvorhang, wenn man so will. Richtung Meiermann-Werke, die Gegend ist das jetzt. Kommen wir allmählich nach Julingen rein. Das sind so diese Ausläufer von den Meiermann-Werken. Ich habe ja so gemacht, da sind die Meiermann-Werke, wo man fährt. Und das soll auch noch so dazugehören, ne? Na, die Sichten wechsle ich hier mit F2 und F3. F2 ist das, was wir jetzt sehen. Hier ist die Brücke übrigens bei der Haltestelle Meiermannstraße. Und das ist jetzt die Brücke von der Haltestelle Silberstreif. So, hier ist nochmal eine Halt. Hier ist nochmal ein Halt. Ist im Prinzip genauso wie eine Buslinie zu programmieren. So eine Zuglinie. Ist ein bisschen komplizierter oder ein bisschen anders. Das habe ich auch noch nicht so ganz durchblickt. Aber es hat gereicht, um hier eben alle paar Minuten mal so einen Zug langfahren zu lassen. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu, wo das ein Problem gibt. Und das bespreche ich dann gleich nochmal und zeige dann auch, was man da machen kann. So, jetzt fahren wir hier über die Brücke. Ne? Links geht es dann zu der Haltestelle Silberstreif. Und jetzt fahren wir quasi außen um Julingen herum. Und sind spätestens jetzt wieder in dem Bereich, der eigentlich vom Bus aus gar nicht mehr einzusehen ist. Wir sehen den Turm jetzt links über die Häuser drüber luken. Ja, was man auch schon mal sehen kann, ist jetzt da vorne rechts, da habe ich so eine Ablage da. Wenn ich gebaut habe, habe ich mir so ein paar Sträucher und Bäume hingesetzt, damit ich besser sehen kann, welcher sieht jetzt wie aus. Das kann man natürlich so in der Liste beim Setzen nicht so sehen. Dann kann ich mal gucken, welcher passt am besten. Habe ich dann hier rechts so ein paar Testbäumchen hingesetzt. So was habe ich auch mit Verkehrsschildern gemacht an anderen Stellen. Ja, ist dann ganz schön zahm drauf, wenn ich jetzt mal hier
mit Shift Z anmacht, dann sehen wir fahren mit 110 km/h, ne? So, einmal einen Bogen. Da drüben ist schon eine Straße, das ist aber nur ein Ausläufer. Also wenn man jetzt vom Zopp Julingen fährt zu der Haltestelle der 174. Terminus, aber nicht links einbiegt, sondern die Straße einfach weiterfährt. Ne, also quasi so Schlossgarten, dann immer geradeaus fahren würde, dann wird man hierher kommen. Ne? Das hat aber gedauert, ne? Da sieht man das. Da ist der Zopp und hier ist eben Feierabend. Ja, hier habe ich auch so Häuser geparkt. Ja, jetzt fahren wir quasi auf den Terminus der 174 zu. Die ist hinter dem Gebäude, was genau uns, vor uns steht jetzt. Vielleicht kann man da mal reinlupen. Ja, hier ist die Brücke. Jetzt mache ich mal die Augen so ein bisschen links und dann sieht man, da ist der Terminus, da steht die 174. So, und jetzt sehen wir hier links den Zopp in Julingen. Da steht die Linie 100 und hier ist ja auch ein kurzer Halt. Wer schon mal fährt auf Julingen, der hat bestimmt schon mal, wenn er hier gestanden hat, den Zug dann hier auch mal ankommen hören oder so oder gesehen. Wenn man dann eben die Priorität auch hochgesetzt hat. Ne? Auf 4 ist ja dann eigentlich alles. Muss man natürlich gucken, wenn man dann beim Spielen merkt, dass die Ressourcen da stark belastet werden, dann kann man das wieder runtersetzen. Aber um hier mit dem Zug mitzufahren, muss man das wohl auf 4. Vielleicht klappt auch schon bei 3. Aber dann kann das sein, dass so mancher von diesen KI-Linien eben nicht spawnt. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir hier so einen Bogen. Wir fahren jetzt gleich mal durch so einen Backdrop durch. Das geht ja problemlos. Das ist jetzt so, links ist jetzt der Bereich der Haltestelle Betriebshof. Haben wir jetzt diesen Backdrop durch und dann kommen wir in den Bereich von Ikea gleich. Ne? Das ist in der Nähe. Und wir sehen jetzt rechts, das ist eigentlich keine Stadt oder so, sondern habe ich einfach nur Gebäude hingestellt, um beim Bau der Map da bessere Auswahl treffen zu können und eine bessere Einschätzung zu haben, welches passt wohin. Deswegen habe ich hier einfach irgendwelche Gebäude hingestellt und die später dann nicht wieder weggenommen, weil mir da zu viel Arbeit war und ich nicht wusste, vielleicht will ich ja noch was weiterbauen, dann müsste ich diese alle wieder setzen. Ist ja ein bisschen Arbeit. Man sieht auch schon diese Kiste. Hier ist übrigens Ikea. Ja. Fahren wir jetzt hinten quasi hinter Ikea her. Aber der Zug geht jetzt nicht über die ganze Map. Ne? Also der geht jetzt nicht bis nach Grooven oder so. Der geht nur bis maximal bis Besen und dann ist Schluss. Ist ja auch eigentlich nur so Deko. Aber ich finde das eigentlich mal ganz spaßig, hier mal so mitzufahren. Ja, ne? Dass wenn man jetzt nicht zu Ikea, zur Briefkoppel reinfahren würde, sondern die Straße weiterfahren würde. Versuchen wir, ob man das so sehen kann. Ja, ne? Da hinten geht's zur Briefkoppel rein und weiterfahren ist dann hier eben auch Feierabend. Hier ist diese Kugel. Ja, und hier ist eben nochmal so ein Stopp. Ja, da ist Ikea. Brunstädter Straße heißt doch so, ne? Ja. Ja, und das ist jetzt hier der Wald der Hexenwäldchen, die Richtung da. Ja, weiter hinter den Kulissen. Na, ist alles nicht so genau. Hier fehlt zum Beispiel der Bahndamm selber. Ist einfach nur die Schiene in die Luft gelegt. Und Bahndamm erst ab da vorne wieder. Das ist jetzt das Wäldchen, quasi Hexenwäldchen, die Gegend. Da kann man jetzt auch ein Stück sehen von der Straße. Habe ich ja offen gelassen, damit vielleicht mal den Zug und die Schienen sehen kann. Soll ja auch ruhig so mal zwischendurch gesehen werden, der Zug, so in der Ferne. Da hinten, das ist so der Bereich alte Gärtnerei und wo auch die Linie 100 abbiegt.
Schlauch. Ja, kurze Pause hier. Wieder mal eine Haltestelle, da kann man das sehen, ne? Alte Gärtnerei, also Häxchenwäldchen kommt man da an, oder hier ist Pohlmann, alte Gärtnerei, und dann geht es dann eben hier, wo die Linie 100 abbiegt, oder eben da, da fährt auch gerade, das ist die 219 oder die 174, ne? Dieses kleine Örtchen Krudenburg. Hier habe ich auch so ein paar Bäume hingestellt und sieht man auch hier, das ist auch so ein privates, heimliches Lager von mir. Ja, und da ist dann jetzt der Jägerhof, und geht dann eben da zum Hackstätter Berg. Ist eigentlich Schönbein schon mal da, die Häuser aufgefallen? Ja, hier stehen auch Palmen hinter. Kann man das sehen? Da habe ich auch so ein kleines Probelager, aber habe ich einiges von weggebaut, sehe ich gerade später dann. Da stehen noch ein paar Palmen. Nochmal durch den Backdrop durchfahren. Ja, und das da vorne ist jetzt der Bereich, wenn man jetzt, diese Türme sieht man ja, wenn man zum Beispiel an der Haltestelle Jägerhof steht. Ja, und dann so rechts guckt, dann sieht man hier die Gebäudespitzen und die Türme. Das ist einfach nur, dass eben sieht, aha, in der Ferne ist irgendein Gewerbegebiet. Das ist das eigentlich. Wenn man da abbiegen würde, würde man hier hinkommen, ne? So, links ist der Hackstätter Berg, und wir sehen jetzt da die Hochhäuser, das ist Hackstatt. Hackstatt ist eben der Hackbogen für die 174 oder eben die 219, die dann da eben da am Gut gefällt und so lang geht. Ja, hier ist nix. Map-Ende. Da ist der Hackstätter Berg zu sehen. Da ist gerade sogar ein Bus am Krudenburger Gehölz. Hackstatt eben von hinten. Es kann dann nämlich sein, dass gleich vor uns ein anderer Zug auftaucht, der irgendwie ganz, ganz langsam fährt. Und deswegen mache ich das hier auch, um dir ein bisschen zu zeigen, wie man den beiseite räumen kann, damit man weiterfahren kann. Ich denke mal, das passiert jetzt. Wenn nicht, dann muss ich das so mal erklären. Das müsste eigentlich jedes Mal, so hier in der Gegend hier müsste das sein. Und die Häuser, die da stehen, ist auch keine Stadt. Das ist, ja, doch zum Teil. Gehört schon fast zu Kielfeld. Da habe ich aber auch einige Häuser geparkt. Ne, hier die Häuser sind einfach nur geparkt, damit am Horizont Häuser zu sehen sind, und eben die habe ich mir dann rausgenommen, wenn ich dann mal welche brauchte. Ich mache jetzt mal hier von außen die Sicht wieder. Ja, ne, das ist noch so ein bisschen Kulisse. Da sieht man übrigens Autobahnschilder stehen, die habe ich mir da versteckt. Kann ich dann im Editor leichter darauf zugreifen. Hier ist die Abfahrt mit der Baustelle, ne, Abfahrt Hackstatt. Und hier sieht man, das sind so Kulissenhäuser, die ich hier gestellt habe, dass man eben von der Autobahn so ein bisschen was sieht. Und das hört ja dann auch auf. Ich habe ja nicht die ganze Autobahn links und rechts komplett ausgestaltet. Hier so ein bisschen noch, aber die ist ja sehr lang. Und wenn man das alles komplett ausgestalten wollte, ja. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass der andere Zug nicht da ist. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Also es kann sein, dass vor uns hier irgendwo in dieser Gegend hier ein Zug auftaucht, der quasi fast steht. Und dann bleibt der dahinter, und dann haben wir im Schleppentempo dahinterher. Was macht man dann? Ganz einfach. Wenn ich jetzt den hier so außen sehe, den Zug, ich kann auch sagen F4, dann habe ich eine freie Kamera, ne? Dann klicke ich den anderen an, diesen Zug jetzt, ne? Diesen Zug jetzt besteigen oder übernehmen, dann sage ich ja. Und wenn ich in dem anderen Zug bin, dann mache ich den mit dem hier weg, hier mit dem Bus X, dann ist der Zug weg. Ja, und dann nehme ich meinen alten Zug wieder hier. Zack, wechseln, ja, und dann bin ich wieder da. Und dann ist der andere weg und ich kann weiterfahren. Ich dachte eigentlich, das passiert jetzt. So, jetzt sind wir parallel zur Autobahn. Wenn man also in Kielfeld die Autobahnbaustelle hinter sich gelassen hat und dann auf die freie Fahrt geht, wo natürlich nicht mehr so viel ausgebaut ist, dann kann man mit viel Glück auch ab und zu mal hier neben sich den Zug sehen. Wenn man eben die Fahrplanpriorität auf 4 hat, kann das schon mal sein, ne?
dass man dann hier, wenn man auf der Autobahn fährt, boah, ne, ah, so, den Zug dann auch sieht. Na? Da oben schwebt ein Busfahrer oder sowas, ne? Was, das sah jetzt interessant aus. Ist das immer noch da? Da! Was ist das? Ah, ja, nee, jetzt läuft er. Das war ein Fußgänger. Das ist ja auch eine Fußgängerbrücke hier. Da, hier so eine Brücke hingebaut, ja. Dann geht hier so parallel zur Autobahn bis nach Besen. Ja, das habe ich jetzt mal gemacht. Das sind so Dinge, ich meine, manch einer, der so sich mit so einer Map mal beschäftigt und sich die mal so ein bisschen anguckt, so ein bisschen rumspielt, wie ich sowas auch schon mal ganz gerne mache, der ist da vielleicht auch mal drauf gekommen, hat das selbst mal gemacht, der weiß das, dem erzähle ich nichts Neues, aber wer auf der Map nur ganz normal gefahren ist, dem zeige ich eben mit diesem Video hier so ein bisschen, dass man da auch so andere Sachen nochmal begucken kann. Übrigens, bei der Autobahn gibt es einen einzigen Parkplatz, der ist hier. Ich kann ja mal aussteigen. Ein Parkplatz, ne? Kann man von hier so drauf. Ist nur der einzige hier. Parkplatz. Nicht sonderlich ausgebaut, aber doch vorhanden. Mit dem Toilettenhäuschen. Ja. So, wieder einsteigen. Weiter parallel zur Autobahn. Ja, hier ist natürlich nicht so sonderlich viel. Da kommt dann schon Besen in Sicht. Ja, und da, wo die Brücke ist, bei Besen, da habe ich natürlich auch den Autobahnbereich wieder ein bisschen mehr ausgebaut. Also mehr Vegetation und so, dass das nicht so kahl aussieht. Die Autobahn, die war ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass da wirklich ernsthafte Linien verkehren sollten. Das war eigentlich nur so als Bonbon zum Rumspielen. Falls einer meint, ich fahre mal auf der Autobahn und fahre die mal lang und dann kann ich da auch nach Grusen kommen, dass da eine Linie drauf fahren würde, das habe ich erst viel später beschlossen. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Deswegen, das sieht man auch, diese Autobahnabfahrten, die sind also grottenschlecht gebaut. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Die sind so gerade noch benutzbar, ne? So, das ist jetzt hier die Brücke bei Besen. Na, da kommen ja die Busse, dann die fahren ja hier rüber. Und dann hier Feudelweg und so weiter. Und jetzt ist auch die Bahn hier gleich zu Ende. Aber wenn man jetzt also hier, da ist auch gerade ein Bus. Wenn man jetzt also hier weiterfährt, dann ploppt die einfach weg. Und fupp, das war's dann. Und dann klebt man hier in der Luft, dann kann ich F4 drücken, dann habe ich wieder meine freie Kamera. Ja, und dann könnte ich jetzt zum Beispiel da einsteigen hier und mich weiterfahren lassen. Jupp. So. Kann ich jetzt natürlich hier mit der KI mitfahren. Habe ich auch gemacht. Also ich bin tatsächlich schon mal mit der KI die ganze 174 mitgefahren. Hallo. Theoretisch macht die das auch komplett, dass die ganze Strecke komplett fährt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht die 156 ist hier vielleicht. Kerblechstraße. Das ist die 156. Das sehe ich daran, dass die zur Kerblechstraße fährt. Also da vorne rechts rum abbiegt. Die 174 biegt ja links ab. Ja, nur ist es so, dass die KI so ganz zuverlässig auch nicht ist. Es kommt nämlich vor, dass die dann mal stehen bleibt und stecken bleibt. Also ich habe das mal gemacht, habe mich reingesetzt und habe dann laufen lassen. Und tatsächlich bin ich dann zur Arbeit gefahren. Und als ich dann 6-7 Stunden später wiederkam, da hatte ich gedacht, da müsste der Bus jetzt eigentlich, ne, dreimal hin und zurück gefahren sein, jetzt ungefähr nach Uhrzeit in dem Bereich fahren. Aber der hat irgendwo gestanden, hat einen Stau gebildet, also das klappt dann nicht immer ganz so. Und ich habe dann eine Weile versucht, den Fehler zu finden, aber ich glaube, das ist gar kein Fehler. Das ist einfach so, dass die KI-Linien ja nicht dafür ausgelegt sind, tatsächlich die ganzen Linien immer hin und her zu fahren, sondern die ploppen ja dann, spawnen ja dann in der Nähe, wo gerade ein Spieler ist, wenn die von der Uhrzeit her da eben auch hingehören. Und so ist das also nicht so dramatisch, dass, wenn man jetzt mit so einer Linie mitfährt, dass das mal nicht so ganz hinhaut. Ne? Ich könnte jetzt also mitfahren und könnte sein, dass die irgendwann ja quasi stehen bleibt. Einfach mitten auf der Straße stehen bleibt. Das ist schon gewesen.
Wegploppen sollte sie eigentlich nicht. So, was wollte ich noch zeigen? Da gibt es ja noch mehr zu zeigen. Wollen wir mal aussteigen hier. Na, das geht jetzt hier Kälbergstraße und dann haben wir ja hier IKEA. Ja. Und dann hier diese Bergwelt hier mit auf der Höhe. Da fährt die andere. Dann muss das die 174 sein da. Na, das sieht man auch so nicht, wenn man hier lang fährt. Hier ist so ein Regenrückhaltebecken. Da bei dem Bunker. Das ist so richtig mit dem Schild hier. Treten verboten. Tor steht auf. Ja. Na, ich kann mich erinnern, als ich... Da habe ich mir bald eine Sehnenscheidenentzündung geholt, als ich die ganzen Bäume hier alle einzeln gesetzt habe. Also das war... Boah. Naja, jetzt kommen wir also zur JVA. Ach so, das wollte ich auch noch zeigen, genau. Gerade auch für die Becky, falls sie das mal guckt hier. Hier ist nämlich der Modellflugplatz. Ne? Hier ist auch ein Schild. Modellflugplatz, das ist hier bei der Haltestelle Klosterkamp. Und wenn man jetzt mal guckt, hier sind Leute, da ist ein Flugzeug und in der Luft ist auch eins. Noch ein bisschen höher, da ist es. Ja, das sieht man also, wenn man jetzt mit dem Bus hier langfährt, nur als Silhouette, aber das ist eigentlich ein Schild, ein Pfosten und ein dickerer Pfosten. Ne? Aber so in der Silhouette, wenn man jetzt hier mit dem Bus fährt, ja, dann sieht das aus, als wäre da ein Flugzeug. Ich versuche es auch mal noch ein bisschen besser zu treffen. So, ne? Da. Jo. Das ist der Modellflugplatz hier mit der asphaltierten Start-Landebahn. Jo. Und hier ist eben der Bereich der JVA. Das haben die extra so gelassen. Das ist so ein Morastgebiet und sträuchig. Und das ist hier ordentlich ausgeleuchtet mit noch einem extra Zaun. Und hier eine hohe Mauer mit Zaun und Lampen. Also richtig Hochsicherheitsgefängnis. Mit den Schildern hier am Zaun alle paar Meter, die Nicole gemacht hat. Jo, Linie 313 eben da. Na, nun lass mich doch mal klicken hier. So. Na, das ist jetzt hier auch die Höhe von der Haltestelle, also von der Raststätte. Und jetzt wollte ich noch zeigen, wir haben nämlich hier, wenn du mal nachlädst, jetzt weiß ich nicht, ob wir den... Ah ja, ich höre ihn schon. Nicht nur Züge, auch Flugzeuge, den kann ich jetzt anklicken. Schwupps, ja, wechseln. Und jetzt sitze ich in dem Flugzeug. F2, dann bin ich vorne im Flugzeug, kann ich mitfliegen. Ach, das ist ja hier Broderich. Na, das ist übrigens ein Stadtteil von Derneburg. Das ist Derneburg da. Da ist Derneburg. Und dann fährt man hier rum. Frobelstraße und so und Sprosserkamp. Das ist der Stadtteil Derneburg-Broderich. So ist das gedacht. So, jetzt fliegen wir quasi hier über den Zopf Derneburg mit dem Flieger. Der biegt jetzt hier so ein bisschen ab. Da steht die 57 unten. Das ist der Wechselweg. Na, der fliegt jetzt auch noch bis über die Berge hinten. Kann man also auch mal den erwischen und dann so ein bisschen mitfliegen. Geht also ein bisschen weiter, also nicht mehr zu weit. Das geht bis ungefähr bei Besen. Da die Ecke, da ist dann auch irgendwann Schluss. Fliegt auch immer nur in die eine Richtung. So. Da sieht man den von außen. Kann man aber manchmal auch am Himmel sehen. Ne? Wenn man im Bus fährt, kann man den sehen, den Flieger ab und zu. So, jetzt wollen wir mal einfach weiter. Ja, na, hier ist die Brücke, da ist Broderich und die Autobahn ist, kommt hier dem auch mal recht nah. Und dann haben wir ja hier so eine Stelle, wo ich sage, aha, hier ist Kreis Julingen zu Ende, geht's in Kreis Gruven. Da stehen ja diese tollen Schilder und die haben wir dann hier auf der Autobahn auch nochmal, ne? Aber im Braun, diese braunen Schilder. Da, da und hier. So, folgen wir mal der Autobahn. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so sonderlich ausgebaut. Das ist unheimlich aufwendig, wenn man jetzt wirklich das alles ausgestaltet. Aber da, wo die Linie kreuzt, habe ich dann natürlich hier
ausgestaltet. Das ist ja auch so einer der größten Bereiche, die komplett ausgestaltet sind. Also das hat wirklich monatelange Arbeit gedauert, bis ich das alles mal so auf der Reihe hatte hier. Hier mit dem Breverick. Ja. Aber ich will ja eigentlich jetzt mit euch noch nach Grovener Strand. Da gibt es nämlich noch was zum Mitreisen. Ich glaube, der kürzeste Weg ist hier über die Autobahn, der mal so folgen. Da haben wir schon Gruven. Gruven ist hier nur angedeutet, hier hinten von der Autobahn aus. So angedeutet, hier ist das Gruven. Und hier ist also das Gruven, was wir spielen. Ne, die Linie 320, die fährt ja hier. Und die 174 kommt hier, fährt hier Viktoria-Hofbauer-Straße, Möwenweg über die Brücke. Und das ist einfach nur so angedeutet. Hier hatte ich früher was vorgehabt. Eigentlich sollte Grooven hier sein und sollte deutlich größer werden. Das habe ich dann aber verworfen. Habe ich gesagt, okay, mache ich das lieber nur ein bisschen kleiner und habt ja hier. Also, wenn man jetzt die Kirche mal ausklammert und eben hier die Hintergrundgebäude ausklammert, dann ist tatsächlich hier in Grooven auch mit dieser Straße tatsächlich jedes Gebäude von mir selbst gemacht. Ne? Das nicht, aber das sieht man ja auch nicht. Ne? Jedes Gebäude selber gebaut hier, jedes Haus, wo die 174 lang fährt. Da war ich dann schon so weit, dass sich so viele da angesammelt haben. So, dann geht es ja über die Brücke. Und ja, mit den Fischkuttern hier, diese Hochbrücke, die ist ja gewaltig groß geworden, die Brücke, also. Das war, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt, das mit dem Maßstab so ungefähr hinzukriegen, dass sie groß ist, sehr groß und gewaltig wirkt, aber nicht so groß ist, dass man die nicht sehen kann. Na, wenn man jetzt wegen der Renderdistanz. Also man muss natürlich schon mindestens drei Blocks weit gucken. Das geht natürlich auch nur, wenn man entsprechend die Leistung hat. Sonst kann man das nicht sehen. Ne? Wenn man jetzt nur einen Block weit guckt, ist das natürlich total blöd. Ja, ich warte jetzt quasi auf den Hubschrauber hier. Ob der vielleicht am Strand ist. Der kommt ja auch nicht. Ich weiß gar nicht auswendig, wann der fliegt. Nee. Hier ungefähr startet der. Mal gucken, ob wir den erwischen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da den Flugplan, also Fahrplan für Hubschrauber geschaltet habe. Das ist inspiriert übrigens. Ich wohne ja hier in Kiel und wir haben ja auch die Strände hier bei Falkenstein und auf der anderen Seite Laboe. Und da ist mir öfter aufgefallen, dass tatsächlich, da ist er, so Militärhubschrauber den Strand abfliegen. Relativ niedrig. Ob das eine Patrouille ist, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt mal die F2 mache, ja, ne, kann man hier also. Und mit F3 sieht das eben so aus. Mit dem Hubschrauber mitfliegen. Fliegt er etwa jetzt hier durch die Seile? Nee, ne? Ah, ganz knapp. Ich wollte halt ja auch, dass der schön dicht über die Brücke fliegt. Ja, einen einfachen Leuchtturm gebaut. So, das war genau gerade. Das ist jetzt der Hubschrauber, der also hier über die Brücke fliegt, an dem Leuchtturm vorbei und dann hier auch den Strand abfliegt da. Das machen wir auch noch eben mit. Ja, boah, ist schon über eine halbe Stunde. Fliegen wir jetzt hier durch den Berg. Yay. Leuchtturm. Ah ja, ich bin vor dem Hubschrapp-Schrapp, sehe ich gerade. Was ist das denn hier? Bomben? Raketen? Die AIDA. Also die AIDA, die ist jetzt einfach nur geflickschustert hingerotzt. Und trotzdem habe ich da, weiß ich nicht, einen halben Tag oder was für gebraucht, die mal eben zu machen und zu texturieren. Aber es sollte ja auch nur so erkennbar sein, aha, da ist die AIDA. Schön ist anders, aber naja, soll so ein bisschen maritimen Flair geben. Ich glaube, das ist mir auch gelungen, auch mit den Fischkuttern. Das ist nicht so, da bin ich nicht so gut drin mit den Objekten bauen.
Gebäude kriege ich ja schon einigermaßen hin, aber wenn das so filigrane sind mit dieser Takelage da bei den Schiffen, das ist dann schon ziemlich schwierig. Ja, da ist alte Strandstraße-Haltestelle. Na, so machen das tatsächlich, also hier bei uns an der Ostsee, da sieht man immer mal wieder, vor allen Dingen im Sommer, wenn auch viele Leute am Strand sind, dass so ein Militärhubschrauber den Strand abfliegt. Und dann sieht man tatsächlich so die Soldaten da in der offenen Luke sitzen und da denke ich, ob die so ein bisschen Strandleute gucken oder weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich, vielleicht halten die auch Ausschau, ob vielleicht irgendjemand in Not ist, ich habe keine Ahnung. Aber deswegen habe ich gedacht, ach, dann machst du hier so einen Hubschrauber hin. Das passt, wie ich finde. Ach guck, da stehen beide Busse. Die 175 und die 174. Beide stehen da. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das noch geht. Also allzu weit fliegen wir jetzt sicher nicht mehr. Ein Krabbenkutter hier unter uns. Es dürfte gleich Schluss sein. Das ist hier der Wendekreis für die 174, 175, der Terminus Wendekreis. Und das ist nur so eine Straße, ja. Die so ein bisschen ins Nichts führt. Ah, das geht aber noch. Aber spätestens hier an der Kante muss ja Schluss sein. Das kann er ja nicht überfliegen. Kannst ja keine Splines legen, wo keine Kachel drunter ist. Nur bis der Spline zu Ende ist. Der überragt. Geht ja ganz schön weit noch. Hätte ich nicht gedacht. Da, ist er weg. Jetzt hänge ich natürlich gefangen. Mit F4 ist die Kamera wieder frei. Mit Rechtsklick kann ich mich hier weiterhangeln. Ja, wenn man jetzt also hier weiterfahren würde, vom Guvener Strand aus, hat bestimmt der ein oder andere schon mal gemacht. Hier ist noch so eine kleine Ferienhaussiedlung. Das soll so ein bisschen touristisch sein. Oh, da kommt noch so eine Tanke. Hier ist noch ein Schild, dass man eben vom Guvener Strand wieder raus ist. Da habe ich noch so ein juxiges Schild hingestellt. Weit, weit weg. Und Backdrophausen. Ja, und da kommt nichts mehr. Da ist natürlich dann Feierabend. Ja. Wir haben also das Flugzeug gesehen. Wir haben den Hubschrauber gesehen. Wie spät ist das jetzt? 9.30 Uhr. Hat hier Aida gebrummt. Ja. Ich habe ganz leise gestellt. Trotzdem hört man das doch hier, ne? Die Möwen und das Meer rauschen. Ja, also Zugfahren geht, mit dem Flugzeug fliegen geht. Das wollte ich mal zeigen, vor allen Dingen auch, wie man das machen kann. Blöd ist jetzt, dass das eben nicht so gelaufen ist, dass dieser störende Zug da vor uns aufgetaucht ist. Aber ich habe es ja erklärt, ich hoffe, das reicht so. Mit F4 raus, den anderen Zug quasi besetzen und dann auf Löschen gehen, dann ist der weg und dann wieder zurück in den alten. Das ist nicht, dann kann man weiterfahren, weil sonst bleibt er dahinter. Der andere fährt nur ganz langsam und dann klebt er dem die ganze Zeit am Hintern fest und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Aber so kann man das machen. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht kann der ein oder andere da auch nochmal auf Erkundungstour gehen auf der Map. Bis dann, bye bye und tschüssi.